Hallihallo, hier ist wieder euer WeHawk AP. Ja, wirklich, ist so. Und wir machen weiter mit der Cyborg-Saga und gehen das Ganze nun endlich richtig an. Diesmal halten wir uns nicht länger mit harten Yamchu-Kämpfen auf, sondern mit den Cyborgs 19 und 20, die sich soeben zeigen. Und immer noch sehr gesprächig sind. Wie ihr seht, Dr. Gero, ein genialer Wissenschaftler der Red Ribbon Armee. Was? Dr. Gero hat einen Militärroboter erschaffen, um sich an Son Goku zu rächen. Denn Son Goku hat die Red Ribbon Armee sozusagen, als er noch ein kleiner Junge war, so ein bisschen... Was heißt so ein bisschen? Er hat sie sozusagen, ja, zerschlagen, die Red Ribbon Armee. Die gab es danach nicht mehr, nachdem Son Goku mit denen fertig war. Das Ganze spielte noch vor Dragon Ball Z in der Originalserie Dragon Ball. Ja, schon als kleines Kind hat er es mit einer ganzen Armee aufgenommen. Unser lieber Son Goku. Tja. Nur das zur Erklärung, warum Dr. Gero sich an Son Goku rächen will. Und das da oben auf seinem Hut und auf dem Hut von C19, das ist das Zeichen der Red Ribbon Armee. What? 9000? Wow, 4 Charaktere dürfen wir auswählen, um Cyborg Numero 19 in den Hintern zu treten. Wir fangen zuerst mit Tenshin Han an, weil wir den nicht oft haben in diesem Let's Play. Dann Piccolo. Dann Krillin. Und dann Son Goku. Sollte aber ausreichen, also. Ich bin mal gespannt, wie weit wir mit Tenshin Han kommen. An sich ein Charakter, mit dem ich relativ gut umgehen konnte früher mal. Wie das mittlerweile aussieht, weiß ich nicht. Zumal ich ihn jetzt nicht aufgelevelt habe, wird das eher ein bisschen schwieriger werden. Oh ja, gleich mit einem Höchstkraftsprint anfangen. Aber sehen wir es positiv. Jetzt sind wir ihm, jetzt haben wir ihn wenigstens anvisiert. Oh, Feuer! Boah! Der hat im letzten Moment noch ausgewichen, aber wirklich was gebracht hat es mir nicht. Okay. Es läuft beschissen. So. Hätte ich nicht gedacht, dass das sogar trifft. Okay, Tenshin Han, weg mit dir! Das lief mehr als schlecht. Himmel! Oh weia. Das läuft hier mehr als mies gerade. Okay. C19. Du bist ein harter Gegner. Hätte ich nicht damit gerechnet. Aber jetzt nimmst du die Wucht. Oh, eine mega Energiewelle. Tenshin Han, los! Bring es zu Ende! Was du nie begonnen hast. Bringe zu Ende, was du nie begonnen hast, Tenshin Han. Jetzt ist aber Schluss, C19. Was denkst du dir dabei? Kiku-Kanone! Und weg mit dir! So, was hat Tenshin Han noch zu bieten? Wilder Sinn ist nicht schlecht. Falls er uns wieder mal mit irgendwelchen dämlichen Attacken angreifen will. So! Unterschätze niemals die Macht von Tenshin Han! Hiya! Huh! Verdammt, damit habe ich wieder nicht gerechnet. Ach egal, das verliere ich doch sowieso. Da werde ich jetzt nicht mal einen Controller für vergewaltigen. Das wäre jetzt wirklich, hätte nicht viel gebracht. Wilder Sinn hat sich bewährt und jetzt! Haha! Dank Wilder Sinn haben wir diesen Kampf noch gewinnen können. Na bitte! Level 8 Tenshin Han hat C19 besiegt. Das war sehr gut. Dass wir es dann doch noch schaffen würden, nachdem es so mies begonnen hat. Aber irgendwie ist seit dem letzten Part der Wurm drin. So wirklich zufrieden bin ich mit meiner Leistung nicht.
Oh mein Gott, was ist da los? Mitten im Kampf von einem Herzvirus gelähmt. Hat Son Goku gegen Cyborg 19 keine Chance. Doch Vegeta greift angeschrien. Sein Saiyajin-Stolz schreit ihn an. Hey, du Penner! Angetrieben von seinem Stolz als Saiyajin in den Kampf ein. Jojo. Na dann. Ob es mit Vegeta wohl besser läuft? Wir müssen es probieren. Geben wir unser Bestes. Wir glauben doch alle an das Herz der Karten und somit auch an Vegetas Sieg. Na dann. Aber ob ein Kerl wie Vegeta, der nur an seine eigene Stärke glaubt, wirklich eine Chance hat, sollte er nicht viel lieber... Ach egal, lassen wir das. Son Goku ist den Cyborgs ausgeliefert, als plötzlich sein Rivale Vegeta erscheint. If anyone beats Kakarot, it'll be me. I won't allow you to deny me that satisfaction. Number 20, please let me take care of this. Okay, very well. Holla die Waldfee, es geht los. Vegeta gegen Cyborg Nummer 19, der uns eben ziemlich zugesetzt hat, der generell nicht leicht zu sein scheint als Gegner, zumal er relativ viel Energie hat. Erinnert so ein bisschen an Dodoria in Cyborg-Form, kann man eigentlich fast schon sagen. Sehr träge, sehr viel Energie, sehr hohe Durchschlagskraft, ja. Das sind so die Eigenschaften von C19, also wirklich so ein bisschen wie Dodoria, finde ich. Nur mit dem Unterschied, dass er ein Cyborg ist und sich nicht so aufladen kann, wie es zum Beispiel Vegeta hier tut. Der bekommt seine Explosionsladungen auf andere Art und Weise. Und das ist auch ein Grund, warum ich nicht gerade gerne mit den Cyborgs selbst spiele. Weil man eben sie nicht auf die herkömmliche Art und Weise aufladen kann. Gefällt mir nicht so. Und ein Wurf! Das hat sogar hingehauen, ich glaub das nicht. Und weg mit... Und weg! Und weg! So. Na, wie sieht's aus? Oh, Mist! Falscher Knopf gedrückt und schon wird das übel bestraft. Na schön. Nimm meine volle Kraft! Und nun! Oh nein! Ich bin zu weit weg! Ich konnte nicht das Maximal aus seinem Superfinisher rausholen. Was? Der ultimativen Explosion, weil ich zu weit weg war. Aber diese Attacke kann schon sehr viel Schaden machen. Na, C19? Hat es dir Spaß gemacht? Gut, das lief besser und hat so ein bisschen für die schlechten letzten Kämpfe entschädigt. Allerdings muss man auch sagen, dass es mit Vegeta etwas einfacher ist. Na schön, was steht uns jetzt bevor? Nachdem er endlich zum Super Saiyajin wird, besiegt Vegeta Cyborg 19. Satzzeichen Man, ich bin Satzzeichen Man. Oh mein Gott, Dr. Gero, er singt. Immer tiefer. Cyborg 20 spürt, dass das Blatt sich wendet und zieht sich eilig zurück. Dr. Gero und Cyborg 20, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, sind ein und dieselbe Person. Er hat sich selbst zu einem Cyborg umgebaut. Das muss man auch erstmal können. Oder war er es selbst? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob er das nicht sogar von C19 hat machen lassen, nachdem er diesen gebaut hat. Naja, ist ja auch egal. Manche Sachen muss man auch mal vergessen. Halt, Moment. Wir kamen ja gerade aus...
der Hauptstadt. Da ist noch irgendwas. Da gehen wir nochmal kurz rein. Ödnis war das, nicht die Hauptstadt. Hoppala. Dann ist da bestimmt wieder nur ein Pflanzenmann. Na gut, dann müssen wir den Kampf nicht machen. Und ja, es ist nur ein Pflanzenmann. Hier liegt nicht mal ein Dragon Ball rum. Also weg hier! Es ist Piccolo-Action angesagt. So viel steht fest. Cyborg 20 versucht unbemerkt durch das felsige Gebirge zu entkommen. Doch er kann die Z-Kämpfer nicht abschütteln, die ihn erbarmungslos verfolgen. I'll handle this one, Vegeta. Do not want you interfering. Also dann. Wow, wir dürfen wieder mal zu viert auf Dr. Gero einprügeln. Und wir legen auch direkt mal mit Piccolo los. Dann Tenshinhan. Dann Vegeta. Und Krillin. Der passenderweise in einem alten Part von mir von als mein Opferlamm bezeichnet wurde von in irgendeinem Kommentar von euch. Ich finde, Opferlamm ist wirklich die perfekte Umschreibung für Krillin, den ich meistens als erstes in meine Kämpfe rein switche, weil ich mit ihm sowieso nie gewinnen kann. Einfach, damit er schon mal ein bisschen Schaden macht. Ja, tut mir leid. Mit Krillin zu kämpfen, ist nicht so mein Ding irgendwie. Aber mit Piccolo, schon eher. Ich hab Mist gebaut. Wow. Ah, da warst du schneller als ich, hä? Oder warst du? Warst du schneller als ich? Ja, hast du das fein gemacht, Cyborg. Nimm das. Ja? Oh, hast du gut gemacht, Cyborgchen. Hast du sehr gut gemacht. Ich bin Piccolo. Ich bin Piccolo. Ich wollte eigentlich sagen, ich bin Piccolo-mäßig stolz auf dich. Aber ich bin Piccolo. Das trifft das auch schon. Noch nicht mal mein Konter haut hin. Diese Attacke kann sehr gefährlich sein. Aber das hier auch! Oh. Ja, Obaya! Vorsicht, Leute, vor dieser Attacke! Er hat uns gerade eben nämlich Energie abgesaugt und sie sich selbst hinzugefügt. Wirklich, vor dieser Attacke müsst ihr euch in Acht nehmen. Sonst wird's ganz schnell zappenduster. Okay. Okay. So etwas macht keiner! Mit Piccolo! Okay. Wollen wir es episch machen? Verdammt! Wenn ich ihn nicht wegkicken kann, wird das nie was. Kein... Verdammter... Kein Kosen geblockt, ey! Ich hasse dich dafür! So. Jetzt kann ich volle Kraft nicht mehr einsetzen. So ein Mist. Ach, nimm einfach das und stirb. Machen wir es doch nicht episch. Episch. War das bestimmt nicht. Aber es hat gereicht, um ihn zu besiegen. Und hey, sehr viele Levelaufstiege. Bis auf Krillin und Tenshinhan. Aber Tenshinhan kann sowieso nicht aufgelevelt werden, weil er keine Z-Objekte momentan hat. Macht doch nicht wirklich viel Sinn, ihn noch irgendwie damit auszurüsten. Obwohl, er hat in dieser Saga noch einen sehr, sehr schönen Auftritt. Das werdet ihr dann noch sehen. Einer der coolsten Auftritte, vielleicht sogar der coolste in seiner gesamten in der gesamten Serie von Dragon Ball Z. Und da freue ich mich persönlich schon drauf. Aus Angst um sein Leben als Cyborg 20 zu seinem Labor. Um die Cyborgs 17 und 18 zu aktivieren, die wir ja schon vor ein paar Parts gesehen haben. Trunks sucht mit Piccolo und den anderen C20, bevor es zu spät ist. Na den.
Gut. Dann würde ich mal sagen, das war's erst einmal wieder mit diesem Part. Wir befinden uns noch immer so ein bisschen am Anfang der Saga. Und hoppala. Da fliegt wieder was rum und Krillin darf es diesmal jagen. Um was es sich dabei handelt. Das habt ihr, glaube ich, jetzt schon gesehen. Aber so wirklich fangen werden wir es dann wohl erst im nächsten Part. Oder? Dr. Gero! Ich krieg dich! Krillin, du Barrel Roll! Don't mess up! Ja, du fliegst ja nicht in einem A-Wing. Aber egal. Oh Mann. Ja gut, ich würde sagen, das machen wir wirklich im nächsten Part. Und mit dieser romantischen Szene, in der Krillin mit Schneeflocken im Hintergrund in der Luft steht, ist das nicht herrlich? Verabschieden wir uns in den nächsten Part. Bis dann, euer WeHawkLP.